Mittweida Video. Die neue Gesichtserkennung Find My Face ist innerhalb von Google Plus gar nicht so leicht zu finden. Auf den ersten Blick ist ein Label oder ein Hinweis nicht zu entdecken. Erst wenn der Nutzer ein Bild hochlädt und zum Anschauen anklickt, erscheint die Anfrage zum Aktivieren von Find My Face. Find My Face kann aber auch über die Kontoeinstellung aktiviert werden. Unter dem Header Fotos muss dann mich auf Fotos finden und meinen Kontakten anbieten, mich zu taggen, mit einem Haken bestätigt werden. Eine andere Möglichkeit ist es, über den Profil-Button das Profil zu bearbeiten und diese Einstellung zu wählen. Als nächstes müssen eigene Fotos mit dem eigenen Namen getaggt, also markiert werden. Mit diesen Bildern wird dann ein Modell des Gesichts erstellt, wie Dr. Moritz Karg weiß. Er ist Referent des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Also man muss sich das so vorstellen, dass ein Programm erstmal erkennt, ob ein Gesicht auf einem Bild ist oder nicht. Und dann werden gewisse markante Punkte auf dem Gesicht durch das Programm identifiziert und vermessen. Also zum Beispiel, jetzt ganz einfach technisch gesprochen, Nasenspitze bis Kinn, Nasenspitze bis zu dem Mittelpunkt der Augen und so weiter und so fort. Aus diesen Messpunkten wird dann im Prinzip eine Nummer erzeugt. Das ist das sogenannte biometrische Template. Das biometrische Profil muss anschließend einer bestimmten Person zugeordnet werden. Dieses Modell wird immer wieder aktualisiert und geschärft, sobald getaggte Bilder des Nutzers hinzugefügt oder entfernt werden. Dadurch, dass dem Nutzer, ja, also derjenige, der angemeldet ist, dann Vorschläge gemacht werden, das könnten die und die Person sein, und er dann sagt, nein, das ist zum Beispiel nicht Herr Meier, sondern das ist Herr Schulz. Dadurch lernt dann das System und verbessert dieses einmal gespeicherte biometrische Template immer weiter. Je mehr Bilder des Nutzers getaggt werden, desto genauer kann das Programm arbeiten. Damit Find My Face wirklich gut funktioniert, braucht es Zeit. Das wird am Anfang ganz sicher viele Fehler geben. Also das ist am Anfang noch nicht so, dass man sagen kann, es findet sofort eine hundertprozentige und ganz sichere Erkennung statt. Wegen der Gesichtserkennung kam Facebook bereits mit dem Datenschutz in Konflikt. Google hat hier einen Mechanismus in Kraft gesetzt, der es dem Nutzer ermöglicht, selbst darüber zu entscheiden, ob sein Bild biometrisch erfasst und ausgewertet werden darf oder nicht. Und das ist schon mal ein ganz deutlicher Fortschritt zu allen anderen Systemen, insbesondere Facebook. Wenn ich mich entscheide, dies nicht tun zu wollen, dass diese Profile dann gelöscht werden, das ist auch durchaus positiv zu bewerten. Obwohl Google Plus mit Find My Face die Bedingungen des Datenschutzes erfüllt, sollte man dennoch nicht außer Acht lassen, welche Wirkung solche Programme im Allgemeinen haben. Ein Foto ist wie ein bildlicher Fingerabdruck. Durch Erstellung biometrischer Templates und das Taggen werden die Persönlichkeitsrechte gefährdet. Sie ermöglichen es, jede Person zu identifizieren, die auf einem hochgeladenen Foto abgebildet ist.